Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Yonda, The Cloudcatcher Chronicles. So, ich brauche den Schneider-Gilden-Typi. War der nicht hier unten? Oder war der jetzt doch... Na, der war schon da unten, glaube ich. Passt schon. Halt. So, da ist er schon. Genau. Hallo, wir haben nämlich deinen Auftrag fertig. Oh, Wolkenfängersegel. Du denkst wirklich, du kannst den Wolkenfänger reparieren? Ach so, Auftrag fertig, von wegen neuen annehmen. So. Ja. Mein lieber Opa hat die ursprünglichen Wolkenfängersegel für den Wolkenfänger genäht. Er hat mir immer und immer wieder davon erzählt. Mein Opa fehlt mir. Sogar seine Geschichten fehlen mir. Gut, ich mach's. Ich brauche Riesenmottenseide vom Mottentempel. Du findest ihn weit im Westen von Bobbintoff im Feuerwindtal. Finde den Schneidermeister, haben wir gemacht und eine neue Quest bekommen. So. Ist ja ausgerüstet. Sehr gut. Da wäre noch eine Quest. Oben. Oben, ne? Es ist wohl finster. Was ist mit meiner Lampe los? Warum habe ich keine Lampe mehr? Wird die automatisch kaputt, oder? Habe ich die weggelegt, unabsichtlich? Kann man das? Ich dachte immer, die Lampe wäre automatisch. Ja. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Egal. Naja, ist eigentlich nicht egal, weil es ist ganz schön finster. Warum habe ich jetzt keine Lampe mehr? Habe ich die aus Versehen im Bauernhof abgelegt? Das könnte auch sein. Oder es liegt am Kostüm. Wenn ich mich jetzt umziehe, ist es dann... Ich probiere es mal. So. 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 Oh. So. Ich jetzt Licht? Ich glaube, ich habe die Lampe. Ja. Ja. Ich glaube, ich habe die Lampe weggelegt, unabsichtlich. Ja. Entweder habe ich sie erfolgreich verkauft oder ich Trottel habe sie in die Kiste gelegt, was ich schon eher glaube. Normal sollte doch automatisch die Lampe kommen. Egal, ich laufe jetzt mal den Strand entlang. Ja. Kann passieren. So. Ist jetzt ein bisschen doof für euch, weil es ist sehr dunkel. Ah ja, genau, da vorne haben wir eine Düsternis, die möchte ich auch gerne loswerden. Dann haben wir vielleicht schon alle in dem Gebiet. Ui, ein Sternzeichen. So, beseitigen wir das mal, ne? La, 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 la. Tada. So. Und ein weiteres Sternzeichen für uns. Sternbild entdeckt. Weiße Gelehrte Ben... Wie? Ben irgendwas. Ach, das geht alles so schnell. Ich bin so langsam beim Lesen. Penassus. So, hier. Mit trübem Blick sieht sie alles, das sein wird. Ah. Ist es dann zuverlässig, wenn man das trüb sieht? So. Ist das weit?
glaube, das ist sehr weit. Hat man hier die Möglichkeit, auf eine große Karte zu schauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann bin ich mal gewillt. Ich möchte nachschauen, ob ich tatsächlich so doof war und in die Truhe meine Lampe gelegt habe. Ohne die ist echt blöd. So, schauen wir mal. Farbstoff ist ja keine Lampe. Das sind ja alles Chambons. Rock. Irgendwie funktioniert jetzt seit neuestem die Lampe nicht mehr. Sortieren könnte man auch mal, ne? Geht das überhaupt? Was sollte so ein Knopf... Okay, mit den Pfeiltasten geht es einmal nicht. Egal. Na. So gesehen, die Lampe besitze ich nicht. Warum? Zum Teufel? Scheint das Licht nicht mehr automatisch. Habe ich da jetzt einen Bug? Na du? Hi! Ja, ja! Lili! So. Und unseren Gruffel auch. Jo. Hallo! Lili! Jo, süß. So, okay. Unseren Hof geht's gut, das passt. Ja. Da habe ich auch noch eine Düsternis übersehen. Ich weiß nicht, warum die Lampe jetzt nicht mehr geht. Ich habe keine Ahnung. Seitdem wir bei diesem Halloween-Dingens waren, geht die Lampe irgendwie nicht mehr. Vielleicht müsste ich das im Optionsding, vielleicht kann man das dort irgendwie einstellen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist das ganz schön doof. Und zack, den musste ich noch mitnehmen, weil ich ihn gerade gesehen habe. So, wo war das jetzt? Hier irgendwo. Sollte eine Düsternis sein. Oder schaut das so aus auf der Karte? Na, das ist schon ein Düsternis-Ding, ne? Look mal. Hallo. Hallo. Oder es ist wirklich hier einfach nur so der Baum da. Na, da ist schon irgendwas. Hören kann man schon was. Ich muss nur den Eingang dazu finden. Ich laufe mal kurz im Kreis rum. Da muss es irgendwo eine Höhle geben. Da. So. Zack. Einmal die Sichel. Zack. Dann geht's hier wieder ein Hämmerchen. Zack. Oh, Katzi. Hallo, Katze. Komm nur mit. So. Schwammerl nehmen wir mit. Ja, auch. Und die Düsen machen wir kaputt. So. Da brauchen wir eh nur 6. Jawohl. Tada! Super. So. Jawohl, im Grasland gibt es keine Düsternis mehr. Das ist schön. Ah, jetzt geht die Lampe auch wieder. Hä? Oder auch nicht. Jetzt war sie kurz da. Das ist mysteriös, echt. Runde Zöpfe. Oh. Eine neue Frisur. Warum nicht? Warum denn nicht? Oh, die ist süß. Vielleicht soll ich mal den Hut wegtun, ne? So. Ja, die sind süß. Schau mal. Die sind lieb. Aber ihm ist eh kalt. Also ihm.
Sag sie ihm wegen dem Bart. Mir ist kalt. Ihr ist kalt. So. Alter Schwede, Zocki. So, dann setzen wir die Mütze wieder auf. So. Ah, aber es schneit. Haben wir schon wieder Winter? Ja. Damit somit ist es bestätigt, wenn es hier in der Gegend diese Schneeflöckchen gibt, natürlich ist es Winter. Auf das hätte ich früher kommen können. So, hier haben wir schon mal die Düsternis komplett befreit. Was wollte ich jetzt machen? Die Quest da, ne? Andere Richtung. So, darüber. La 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 la. La la la. Aha, warte mal, der Baum leuchtet. Also leuchtet in Anführungszeichen. Er ist hervorgehoben. Warum? Der da. Da drüben irgendwo. Ach so, weil es der Bauernhof ist. Okay. Mann, bin ich doof. Na gut, da kann man noch was anpflanzen. Weil ich hier gerade vorbeilaufe und das sehe. 5 sind noch übrig, okay. Vielleicht finde ich die ja noch. Das wäre hervorragend. So. Natürlich nehmen wir auch die Steinchen wieder mit. Wie gesagt, wir brauchen ja so viel. So, und weiter in diese Richtung. La 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 la. Da ist nochmal was zum Anpflanzen. Und ein Steinchen. Pflanzi. Was ist hier? Oh, du schöne Sonne. Scheinst du über Hügel und Schlaf. Schafen. So, gehst du auf, erwachen wir. Gehst du unter, gehen wir schlafen. Hatte ich diese... Ja, das hatten wir schon. Gut. Bin mir manchmal nicht so ganz sicher. Da haben wir wieder eins. Boah. Habe ich echt noch recht damit, ne? Dass wir vielleicht die anderen finden. 13. Ah, das ist ein neues Gebiet. Ein anderes Gebiet. Okay. Dann ist klar, ne? Ihr seid auch so süß. Ich würde dich so gern mit heimnehmen. Hallo. Hallo, du Glubschi. Ja. Ihr niedlichen kleinen Dinger, ihr. So niedlich. So, wusch, wusch, wusch. Also für dieses Gebiet hier hätten wir genügend Sämlinge, falls wir per Zufall wirklich alle finden sollten. Was ich nicht glaube, aber könnte ja passieren. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So. La 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 la. Zack, zack, zack. Ich hau alles weg. Das wird schon wieder dunkel. Und mein Licht ist fort. Wie kann so etwas sein? Es muss echt ein Bug sein. Weil in der Höhle war es ja kurz mal da, das Licht, ne? Das ist halt lästig. Da drüben ist eine Düsternis, glaube ich, ne? Heureka! So. Da haben wir wieder eine Liane und noch eine. Oder das ist nur so ausgeschaut und es ist gar keine Düsternis. Doch. Mann, ist da dunkel jetzt. Das ärgert mich schon ein bisschen, dass die Lampe nicht mehr möchte, ne? Nicht mehr mittun möchte. Das ist mir auch schon zu dunkel. So, 9 Geister brauchen wir dafür. Tada! So, jetzt ist es komplett dunkel. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Das ist echt komisch mit der Lampe, ne? Hey! Ich probiere es mal kurz mit Leuchte, ob der mir leuchten kann, aber das wäre... Das wäre unlogisch. Ich sehe jetzt gar nichts mehr. Ich muss jetzt stehen bleiben. Ich habe keine Ahnung. Das ist echt ein bisschen doof. Na. Das hat mit Leuchten natürlich nichts zu tun. Können wir wieder unseren gut gelaunten, unser glücklich nehmen. Push. Putsch.
Habe ich ihn jetzt ausgewählt? Ich hoffe. Auswählen. Na, passt. Ach, du liebe Zeit. Könnte es bitte heller werden? Ich sehe nämlich nichts mehr. Weil unsere Lampe will nicht mehr. Die ist kaputt. Das ist echt ärgerlich. Keine Angst, ich hole mir nur Sämlinge. Du kleines, knuffeliges Ding. Da vorne wäre noch ein Stein. Dann klopfen wir halt dabei Steine, bis es wieder hell ist. Das ist halt wirklich ärgerlich. Löst das Halloween-Fest tatsächlich einen Bug aus, wie es ausschaut? La 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 la. Da ist noch ein Steinchen. Ich kann mir dabei nicht anders helfen. Ich könnte noch dabei einen Knotenpunkt basteln. Dann sieht man hier wenigstens vom Bild her was Besseres. Machen wir gleich zweimal so. Jo. Das ist halt echt doof. Huch. Nein, das wollte ich nicht. So, ich wollte ihn eigentlich aufheben. So. Zack, zack, zack. So, eine Liane wieder. Noch ein Stein. So. Noch eine Liane. Langsam wird es hell. Huch, da war was. Das habe ich gar nicht gesehen, war dunkel. So. 12 sind noch übrig. Da drüben ist, glaube ich, auch ein Fleckchen Erde. Hier. Es ist halt schon ein bisschen ärgerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist sonst, glaube ich, nichts. Zack. Könnte es jetzt bitte wieder hell werden? Ich möchte gerne die Höhle erkunden. Bitte. Da haben wir wieder was für unsere Picke. Steinchen. Da wäre auch ein großes Steinchen gewesen. Alter Schwede, ne? Ah, jetzt geht langsam die Sonne auf. Gott sei Dank. Aber halt langsam. So. Es ist interessant. Habe ich vielleicht die Lampe verkauft? Glaube ich nicht, oder? Wäre das überhaupt möglich? Endlich sehe ich mal was. So. Spinnrad. Okay. Boah, endlich ist es heller. So. Jetzt können wir endlich weiter Richtung Quest. So. Hurtigen Schrittes. Jetzt finden wir auch noch ein paar Steinchen an. Das wäre ganz super toll. So. Das ist wirklich ein bisschen nervig. Wenn ich jetzt jede Nacht immer so abwarten muss, ist schon doof. So und so. Den nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Davon ist wieder eine Düsternis. Die machen wir auch gleich kaputt. So. Da vorne. Oh, ich glaube, das ist vielleicht sogar schon unser Ziel. Das Erz lasse ich jetzt mal. So, bitte einmal zerstören. Danke. La la la. Tum. Sehr, sehr gut. So, zwei sind noch übrig in dem Gebiet und eine Quest haben wir hier auch. Ui, hallo, ein Geist. Oh, hallo Geisterseher. Du brauchst Seide. Oh je, die großen Seidenspinnenmotten sind alle weg. Seit dem großen Unfall haben die Leute diesen Ort hier vernachlässigt. Der Kreis des Lebens wurde unterbrochen.
aber er kann wiederhergestellt werden. Bring mir Blumen aus allen Ecken von Gemea und ich werde den Tempel wieder zum Blühen bringen und du bekommst deine Seide. Okay, haben wir Glück? Ich glaube, wir haben Glück. Wie cool, Gott sei Dank habe ich brav gesammelt. Danke, Geisterseher, ich kümmere mich nun um die Blumen. Komm in 2 Tagen wieder und das natürliche Gleichgewicht wird wiederhergestellt sein. Danke. Haben wir ein Glück. Gott sei Dank sammle ich immer brav. Oder meistens. 2 Tage also. Okay. Da war noch irgendwo. Da ist sie, die Düsternis. Hallo. Die will ich auch kaputt machen, die Düsternis. So. Hallo. Bitte einmal. Jawohl. Blong. Sehr, sehr gut. Wieder zum Haare färben was. Und zack. Und da pflanzen wir natürlich auch wieder was ein. Zack. Sehr gut. So, da hätten wir wieder ein Steinchen. Dann müsste ich mal schauen, ob ich schon Steinbrücken bauen kann. Also die Bögen. Das wäre super. Ich glaube, da drüben... Ah, na, das war nur ein Holzding. Ich dachte schon, da könnte ich wieder was einpflanzen. Stimmte aber nicht. Aber hier ist noch ein Steinchen, den nehmen wir noch mit. So. Zack. So, Quest. Steinbrücke. So, zack, zack, zack. Dann bauen wir mal, ne? So, Konstrukteur. Das können wir schon einmal herstellen. Jawohl. Dann braucht man noch Mörtel 2-mal. Einmal dieses Konstruktionsdingens und nochmal bauen. So. Jetzt brauchen wir 1, 2, 3 kann ich schon beruhigt bauen. Mörtel 2-mal. Dann Kopfstein 2-mal. Der war... Kopfstein? Da unten. Hier. 1, 2. Dann brauchen wir 1 Scheitelstein. Das ist der. Der braucht noch 1 Kopfstein. Okay. So. 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 Dann brauchen wir noch mehr Kopfstein. 2, glaube ich, ne? Oder 1. 2 und 1 Mörtel. 1, 2. Kann man was schon? 3 basteln. Die brauchen wir eh. Und 1, 2. So, das ist ein bisschen kompliziert. Aber jetzt müssen wir auch genügend von diesen Bögen haben. Und Hose des Schmieds. Hose, die traditionell von Bäckern in der Konstruktionsgilde getragen wird. Aha, Konstrukteursgilde, so. Getragen wird, okay. Kleine Baumpflanzkiste, Pflanzkisten, aha. Stabiles Tiergehege. Und Lattenzaun normalerdings. Okay. Schürze. Aha, das ist dann wieder so im Set. Okay. Theoretisch ist die Brücke fertig, genau. Die ist jetzt, wow. Die ist jetzt sehr weit weg. Haben wir hier denn überhaupt nirgendwo eine große Karte? Ich glaube nicht. Das Dumme ist, man muss sich dann wirklich die Ortschaften einprägen und richtig gut merken. Ja, wo ich mir schwer tue. Weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Egal, wird schon werden. Zack, zack, zack. So, da würde ich sagen, ich porte mich wieder zurück. Zum Südfeldhof. Ich hoffe, ich bin da schon mal in der Nähe. Oder kann ich da unten die Karte ausfahren? Die große da. Wahrscheinlich wäre das möglich, ne? Ja,
Oh, da ist schon wieder was fertig. Alter, es geht schnell. Huch. Nein. Schnell was anderes. So. Meh. Ernten schon fertig? Was ist denn da fertig? Ein Kräuterlis. Okay. Hier herüben wäre es noch schön, einen Stall aufzubauen. Für unsere Viecheleins. Vielleicht machen wir auch 2, 3. Wenn ich die Futterbox da in die Mitte stelle, können wir da auch noch mehr machen. 100% Hofbewertung. War cool. Das freut mich. Okay. In die Richtung müssen wir laufen. So. Wird schon wieder dunkel. Boah. Na, das mit der Lampe verstehe ich nicht. Zack, zack, zack. Bäh, das ist echt nervig. Zack, zack, zack. So. Lauf, lauf, lauf. So. Dam, dam. Dam, dam. Dam, dam, dam. Gut. Ich habe keine Ahnung, wo diese Brücke war. Ich fürchte... Achso, die war da oben. Ja, ja, okay. Jetzt dämmert es mich schon wieder langsam. Aber halt langsam. So, den Dom können wir mitnehmen. Ja, theoretisch. Schauen wir, ob wir hier auch wieder Sämlinge kriegen. Hauen wir das Futter weg. Wie gesagt, das Gras. Ja, 2. Immerhin. Ist ja schon was. Lalala. Ah, da ist noch ein bisschen Gras. 3. Jawohl. 4 sogar. Ja, super. Das ist herrlich. So, wieder ein paar Blumis einsammeln. Hallo. Ich bin nur hier zum Blumensammeln. Keine Angst. Und wenn wir schon mal hier sind, könnte ich ja schauen, ob sie hier diesen Spitzenfisch verkaufen, ne? Hier. Hallo, verkauft sie Spitzenfisch? Diebfisch. Ich könnte ja jetzt auch die Nacht nutzen und selber fischen. Warum eigentlich nicht? Dann habe ich die Nacht recht gut genutzt. Und wir können dann beim nächsten, also beim nächsten Tag, weiterreisen. Ich glaube, das ist besser. Muss man das beinhart selber fischen? Ach, das ist hart. Wow. Das ist hart. Ich hoffe, das hier zählt jetzt noch als Fluss. Geisterfisch. Ich glaube nicht, dass das passt, oder? Da muss ich wirklich beim Fluss angeln wahrscheinlich. La la la. La la la. La la la. Da haben wir wieder einen. So, schön Fischefisch. Plansch, plansch. Boah. Jawohl. Spitzenfisch, sehr gut. So, und der nächste. Planschi, 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 plansch. Das dürfte ein Diebfisch sein. Da möchte ich ausweichen nach Möglichkeit. Das dürfte ein zweiter Diebfisch sein. Da dürfte ein Spitzenfisch sein. Der mittlere, der da. Bitte nicht der kleine. Bitte du. Ach, der Kleine, glaube ich. Ja. Jawohl, ein Diebfisch. Verdammt. So. Da wieder ein Diebfisch.
Noch ein Diebfisch. Ah, der könnte eventuell ein Spitzenfisch sein. So. Alter, Alter, Alter. Ja. Boah. So. Alter Stiefel. Ich sag dir theoretisch, der Part ist wieder zu Ende. Habt's Glück gehabt. Und die Sonne geht auf. Wie cool. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Das wird wieder so ein altes Spiel sein wahrscheinlich. Also dann, tschüssi.